Heute sind wir nah und auch etwas fern. Aber lustig wird's bestimmt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn Träume TV hier aus dem schönen Bad Dürrheim im Schwarzwald. Neues aus der Mobberwohnung. Und wir sind bei Teil 32, glaube ich, oder? Jetzt fängt es langsam wieder an, dass die Teile mir durch den Kopf schwirren. Was erwartet euch in dieser Folge? Ja, wir bauen natürlich am Car-System weiter. Wir bauen natürlich am Viadukt weiter oder halt so in der Art Viadukt, ne? Oder ums Viadukt rum. Wir werden natürlich dann noch eine Platte besorgen, um einen Abschluss unten zu machen, damit wir bauen können, damit nichts runterfällt. Dann werden wir natürlich noch jemanden besuchen, ne? Den ihr vielleicht alle kennt oder auch nicht. Spätestens danach kennt ihr ihn. Ja, und natürlich geht es hier und da an den Baustellen weiter. Denn ich war natürlich wieder unterwegs und habe natürlich wieder neues Material aufgekauft, was ich natürlich dringend benötige. Und so kann ich jetzt dann natürlich bauen, auch an einem Feiertag. In diesem Sinn, viel Spaß! Ja, als erstes machen wir hier habe ich die Wand frei gemacht. Da hing früher mal ein Bild. Na, ihr seht, wie es ausbleicht, das Holz, ne, durch die Sonne. Oder halt dunkler wird. Ne? Man muss es ja so sein, nicht ausbleicht, sondern so war es original und so ist es mit Sonne. Die UV-Strahlen hauen da schon ein wenig die Bräune drauf. Ne? Auch beim Holz. So, aber egal. Den ersten Winkel habe ich jetzt schon mal positioniert, dass ich es maß habe, weil ich gehe da 80 cm rüber und da baue ich jetzt nochmal einen Winkel hin. Und dann kommt der Grund, warum ich hier Winkel hinbaue. So, hier muss er irgendwo hin. Jetzt müssen wir hier nur kurz Maß nehmen mit der Wasserwaage. So. Funktioniert das eigentlich, ne? Außer man verliert die Schraube. So. Ach. Den Akkuschrauber sollte man sich auch zurechtlegen. Genau, das Loch haben wir schon mal drin. Jetzt kann man hier schön vorbohren. Und hat dann viel weniger Probleme, so einen Winkel an die Wand zu bekommen. Und schon ist er dran. Jetzt machen wir nochmal nach. Wunderbar im Wasser. Und dann gucken wir nochmal an sich. Der ist auch im Wasser. Wunderbar. Und dann hauen wir jetzt hier eine zweite Schraube rein. Und eine dritte, und eine vierte, und eine fünfte, und eine sechste, und eine siebte. Und dann kommen wir hier, was hier jetzt dann hinkommt. Ja, ich habe nämlich mir eine Vitrine angeschafft. Na, aus einer Auflösung. Eine schwere Vitrine. Mit Holz. Und die muss jetzt hier irgendwo hin positioniert werden. Genau. Oder hier hätte ich sie gerne, so muss man so sagen. Jetzt muss ich sie natürlich erstmal hier oben fixieren, dass sie mir nicht runterfällt. So, das war schon mal geschafft. Eine schöne Vitrine mit Glas, muss man schon sagen. Und wir haben 1, 2, 3, 4 Böden für Material, wo da reinkommt, und da bin ich mal gespannt, was ich reinmache. Ich weiß es noch nicht, weil wir haben hier eine Länge von 77 für Gleis und da müssen wir mal schauen. Ja, ich kaufe ja oft so Sachen an, Anlagenauflösung oder so, und wenn einigermaßen der Preis stimmt, ne, muss man sagen, manche wollen ja utopische Preise und für gebrauchte Ware, nee, das funktioniert nicht. Einiges verkaufe ich wieder, um dann mir Neues zu kaufen, ja, und anderes verschenke ich einfach, wenn ich mal andere Mobauer besuche.
Und ja, jetzt war aber so eine Vitrine da zum Kaufen und da habe ich gedacht, komm, zapp, zapp, die geht mit. Ja, so sieht jetzt die Vitrine aus, wenn sie hängt. Ne? Die Scheiben sind drin, ist geputzt soweit und die Böden sind drin. Also wir haben jetzt quasi 1, 2, 3, 4, 5 Möglichkeiten, um irgendwelche Waggons oder Züge oder sonstiges zu positionieren. Ja, übrigens mal so zwischendurch, ich habe mir so ein Kästle angeschafft. So ein Rollcontainer. Na, und da habe ich jetzt im Endeffekt mein C-Gleis verbaut. Oder gelagert. Die 172er, die 188er, die 2430. Dann haben wir hier so Kleinteile. Ja, die einzelnen Stücke oder halt so, ja, was sind das hier? Erkupplungsgleis, Schaltgleise und so, die habe ich auch hier drin. Prellbock und so, ne? Das ist jetzt alles hier zu finden. Dann habe ich hier die Weichen drin, die normalen Weichen eben. Und hier unten habe ich die Bogenweichen drin. Wobei ich die wahrscheinlich alle nicht mehr brauche und verkaufen werde, aber schauen wir mal. Das wird sich dann im Shop finden. Warten wir es einfach mal ab. Ja, und so habe ich im Endeffekt jetzt diese Sucherei weg. Ne, wo habe ich noch ein großes, wo habe ich noch dies, wo habe ich das liege? Die kommen jetzt alle hier rein. Ne? Und dann kann ich den Tom nehmen, hinfahren, rausholen, was ich brauche, reintun, wenn ich es nicht mehr brauche und habe alle Gleise an einem Ort gesammelt. Ich habe es getan. Ich bin hier. Aber er ist nicht hier. So ein Mist. Da ist kein Michael. Nur seine Anlage. Ja. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wollen wir mal gucken, dass wir ihn herkriegen und yes. Da ist er. Wie er lebt und lebt, der Michael. Richtig. Und ich habe zwei tolle Kärtchen bekommen. Autogrammkärtchen hält er genau, hoch. Die kommen hier natürlich an die, also eins für mich und eins für Thomas. Und kommt ran und ihr seht, ich habe vielleicht mehr Aufrufe, aber ich bin der Meinung, dass Markus sein Kanal der Burner ist. Finde ich gut. War auch der erste YouTuber, der, wenn ich mal angeschrieben habe, mir geantwortet hat, mit dem ich telefoniert habe und der mir auch mal so ein paar Tipps gegeben hat. Während andere sich da manchmal eher bedeckt haben, heute kennen natürlich viel mehr und die das auch nicht tun, auch das mit Sicherheit nicht getan hätten. Aber Markus war der Erste, der mir auch mal gesagt hat, du, das läuft so und so und so und so. Das fand ich echt cool. Kein Nein oder sonst irgendwas. Danke, Markus. Perfekt. So, wir gucken jetzt hier noch ein bisschen. Da kommt der nächste Zug. Mann, jetzt haben wir uns aber gegenseitig den Arsch geleckt, du. Und ich habe Würstle gekriegt, kein Eintopf. Ich habe dem Thomas was voraus. Verdammt, wenn das der Thomas hat jetzt. Der kriegt am Montag aber die Reste. Oh! Jetzt haben wir die Reste. Fährt halt alles nach Plan. Ich hänge jetzt an die Doppeltraktion dran. Habt ihr gehört? Es fährt alles nach Plan. Ich bin hier und es fährt alles nach Plan. Ja, es ist noch nichts im Gleis. Noch? Das ist wohl wahr. Ja, ich habe ihm ja zwei Wägelchen mitgebracht. Ja, und noch viel mehr. Also ehrlich, wer zu wenig Modellkram hat, der muss den Markus einladen. Der bringt geile Geschenke mit. Wenn ihr Glück habt, bringt auch noch so tolle Freunde mit. Ich habe, das zeige ich euch aber dann noch, aus dem 3D-Drucker so eine Ruine bekommen. Die ist der absolute Hammer. Ey, die ist so klasse. Das aber seht ihr, das seht ihr im Video von Michael dann. Ja. Aha. Die gefallen mir richtig gut. Passt auch zu meinem bergischen Look. Danke, Thomas. Was? Hä? Katastrophe! Weißt du wieder? Mein Gott! Mein Gott!
Immer noch Markus. Ach, Markus. Ich werde hier vielleicht Silber anmalen, die Decke oben. Das kannst du machen, wie du möchtest. Das könnte cool kommen. Die Milch macht's, ne? Stimmt. Und die geht jetzt auf Tour. Auf die Todesstrecke. Richtig. Die ach so steile Strecke. So. Das gucken wir jetzt noch kurz. Ich finde es übrigens gar nicht so steil hier. Nee, es ist. Das wirkt nur so. Auch die von Merkel haben gesagt, das ist nicht steil. Es sind nur die Merkel-Fanboys, die sich da immer wieder dran aufregen. Ja, die regen sich aber alles auf. Ja. Einfach mal Spaß haben am Hobby. Ja, aber wie gesagt, ich bin ja hier mitten in der. Ja, mach weiter. Genau. Ich bin ja mitten in der MOBA-Wohnung Videosession eigentlich, ne? Und deshalb mache ich jetzt hier einen Cut. Ich gehe jetzt noch ein Schnacken hier mit Michael. Bisschen Schwätzle halte, ne? Genau. Der Hesse mit dem Partner. Und ja, dann geht's weiter in der MOBA-Wohnung. In dem Fall bis gleich. Sodele. Dienstag. Haben wir jetzt schon wieder. Endlich haben die Läden wieder auf, ne? Ja, habt's ja gesehen, ich war ja beim Michael, ne? Und natürlich auch bei Andrea und Frank. Aber da gibt's noch nichts zum Filmen, weil das ist noch alles im Bau. Und man kann ja auch mal jemanden besuchen, ohne immer zu filmen. Aber den Michael musste ich einfach filmen. Wie, das darfst du nicht lügen! Ja. Granate da des Witzes, der Ironie, der Satire. Der Hesse in Person, ne? Nein, war geil dort. Danke dir, Micha, nochmal für die Gastfreundschaft, ne? War echt super und wie gesagt, ich fand deine Anlage echt gigantisch, ja? Sieht top aus und könntest ruhig in den Videos besser rüberbringen, ja? Weil man sieht in den Videos viel, viele, vieles nicht so, aber na gut, musst du wissen. So. Ja, Dienstag habe ich gesagt, ich war jetzt wieder im Bauhaus. Warum, ne? Ja, ich habe Brett besorgt und zwar will ich da drauf ja ein Brett machen, habe ich ja gesagt. Zum einen mal, damit ich endlich da weiterbauen kann. Weil wenn da Gips und alles runtertropft auf die Gleisen, so ist das scheiße. Und zum anderen ist es ja dann mal die Grundfläche hier vom zukünftigen Stadtbereich hier von St. Hörnli, ja? Und da müssen wir uns immer mal gucken, wie wir das machen. Und ich habe jetzt da mal eine Prelatte geholt. Die legen wir jetzt mal da drauf. Und ich hoffe ja, dass ich gescheit Messer habe. Und die nicht passt. Verdammte Scheiße. So, jetzt flippt aber irgendjemand hier aus. Ich krieg bald echt noch grüne Haare. Katastrophe! Kann's doch nicht sein, oder? Oder diese drecksdumme Hurewand ist wieder so weit breit. Was? Und die Platte hat jetzt 37,6. Das gibt's doch nicht, oder? 37,6. Wo ist der Zettel? Moment. So. 37,4 auf 1,25, das habe ich auf 1,35 gemacht, auf 16 mm. 37,4 steht da. Und was hat das Holz? 37,6. So eine Scheiße. Warum kann das Bauhaus nicht einmal ein Brett machen nach meinem Maß? Da kriege ich Plack. Da krieg ich echt Plack. Ja, was mach ich jetzt? Abfräse. Anders geht's nicht.
Meine Fresse, du echt. Dann wollen wir sie mal abhobeln. Die Platte. Das geht. Man kann ja dann. Jawohl, das geht. Gut. So. Dann wollen wir mal testen, ob es funktioniert oder ob es mehr braucht. Ja, noch ein bisschen braucht's. Dann mache ich das mal und melde mich gleich nochmal. So. Versuchen wir es mal. Abfräst habe ich jetzt genug. Also, jetzt habe ich gerade mir Zweifel. So. Wunderbar. Sie passt. So, jetzt habe ich hier die Platte drin. Und jetzt kann ich hier mit dem Bergbau beginnen. Und wenn es hier was runterfällt, ist geschützt. Ja, ich habe überlegt, ob ich es zumache oder nicht. Ja. Deswegen habe ich das noch nicht gekürzt. Weil ich weiß es einfach noch nicht. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo die Berge ungefähr runterkommen. Und ich denke, ich werde dann an die Bergkante das Brett anpassen und lasse den Rest offen hier drin. Wie gesagt, das müssen wir mal schauen. Oder ich säge einfach hinten dann Schlitz aus. Oder ich weiß es noch nicht. Ich komme ja von hier unten, komme ich da ran. Ja. Da ist es dann halt finster da hinten, aber scheiß drauf, ne? Sieht ja keine Sau. So. Gut. Ja. Aber bevor wir jetzt hier mit dem Bergbau anfangen, geht es natürlich erstmal an das K-System oben, dass ich das mal farblich behandle. Weil ich will es ja nicht so Hellholz haben, sondern ich will da dunkleres Holz haben. Ein braunes, dunkelbraun. Und ja, die Gleise, die muss ich mal überlegen, was ich da mache. Ob ich da nicht noch was einziehe oder ob ich das so lasse. Man sieht halt hier die Unterteile der Gleise, aber. Na, jetzt schauen wir mal, wie es sich ergibt. Auf jeden Fall gehen wir jetzt ans K-System dann dran. Und gucken, dass wir das darüber kriegen. Genau. Weil dann können wir euch den Berg zumachen. Und dann können wir hier runter machen und dann geht es mal hier ein Flotter. Ja, ihr habt euch ja immer gefragt, was für eine Lok kommt denn vor unseren ÖBB-Zug. Ja, und ich habe jetzt von der Donnerbüchse in Köln, Donnerbüchse Gebrauchtware natürlich, ne, habe ich jetzt eine Lok besorgt. Und jetzt wollen wir mal gucken, was das für eine ist, ne. Jawohl, eine Märklin 2016er mit ÖBB-Druck, diese Lok natürlich, ne? Und ja, als ich die Lok bei der Donnerbüchse gebraucht war, gesehen habe, habe ich gedacht, natürlich, so eine habe ich gesucht, die musste ich sein. Habe sie natürlich jetzt noch umbauen lassen mit Sound. Und ja. Ist normal eine MFX-Lok, hat die Artikelnummer 36845 bei Märklin
Ja, wie gesagt, aber ich habe jetzt noch das Soundbaustein reingebaut. Und da gefällt sie mir eigentlich besser. Ja. Ich weiß, ich habe euch versprochen, mal ein Video zu machen, ne? Wie ich eine Lok mit Sound und so weiter versehe. Ja, das kommt, sobald ich mal mehr Zeit habe, weil das kann ich nicht einfach immer in einer halben Stunde hin und her machen und die Kamera laufen lassen. Da möchte ich schon exquisiter drauf eingehen. Und wir haben ja immer noch die Haribo-Lok meiner Frau, die ja auch noch Sound bekommen soll. Also, der Decoder ist mittlerweile ja da und noch ein bisschen Geduld, dann zeige ich euch das. Diese schöne ÖBB-Lok, Märklin 2016-082-6 ist die genaue Nummer. Ja, die wird es den ÖBB-Zug hier ziehen in Zukunft. Also ist eure Sorge mit der Railjet-Lok, die für diesen Zug gespannt wird, unbegründet. Ja, sind wir mal gespannt, wann sie es erst mal hier ausrückt. So, ich habe ja gestern gesagt, dass mich das ein bisschen stört hier. Quasi, dass man die Gleise von unten sieht. Und jetzt habe ich da einfach ja die braunen Streifen genommen für die Gleise und die werde ich jetzt da drauf pappen. In irgendeiner Weise. Und dann haben wir schon mal das gelöst. Weil ich habe ja überlegt, ob ich das dann auch mache für die anderen. Also für die Hölzer sozusagen, ne? Aber das Problem ist einfach, dass ich die ja festkleben will. Das Karsystem hier drauf, der Brücke. Und auf dem Plastik, denke ich, hält es nicht. Aber jetzt machen wir erstmal hier fest. Und dann Fladatsch ist es drauf. Und das nächste kommt dran. Und jetzt müssen wir da ein bisschen gucken. Was noch eins wenn katzert. So. Palim, palim. So. Perfekt. Jetzt kann das Gleis wieder drauf. Übt das schon ein bisschen Druck auf. Genau. Und jetzt machen wir das hier quasi farbig. Also das malen wir jetzt hier unten braun an, damit es eben auch, wenn es hier durchschimmert, von unten schön aussieht. Weil wie gesagt, wenn ich jetzt das drauf mache und dann klebe, das ist also blöd.
Das ist nicht so das, was ich gern hätte. So, jetzt werden wir da ein bisschen braun machen. Und dann sieht das von unten nämlich auch ganz schön aus. Und ich habe auch den Vorteil, dass das Holz jetzt ein bisschen die Farbe ansaugt und quasi dadurch ja, besser zum Kleben ist nachher. Ne? Weil wir haben ja vorgesehen, oder? Das letzte Mal, wo ich die Straßen verlegt habe, dass quasi mit Weißleim, ne, der so eingezogen wird von diesen Platten, dass wir da gar keine Chance haben, das zu kleben. Und jetzt quasi durch das Bestreichen hier versiegel ich die Holzfläche, ne, und kann dann nachher schön mit Weißleim die Teile aufkleben. So. Trocknen lassen. Donnerstag haben wir mittlerweile. Ja, die sind jetzt getrocknet. Das ist natürlich immer so eine Warterei. Weil ich will jetzt hier endlich mal loslegen mit dem Kasestimm hier oben, dass ich da mal vorankomme und gucken kann, wie es auch wirklich funktioniert. Also, wenn ich jetzt mal die Dinger hier da einbauen. Das heißt, das kommt dahin, wenn es passt noch von der Farbe her. Dann schmissen wir das mal ein bisschen. Entgraten. Jetzt gucken wir mal das andere. Das ist, das passt besser. So, das kommt dahin und dann kommt das dahin. Dann haben wir zumindest mal bis zum Gleis überbrückt. Und jetzt müssen wir eben nur gucken. Das hat es voll verbogen, gell? Also brutal. Aber das ist ja so flexibel. Jetzt müssen wir eben nur gucken, wo wir da Weißleim hinmachen. Jetzt mal kurz testen, also das liegt da, weil ich muss ja hier Weißleim hinmachen. So, das ist mir ein wenig hebt. Mal hier ein Punkt, da ein Punkt, da ein Punkt. Und dann machen wir hier. Reinkriegen. Habe ich jetzt das Falsche? So. Jetzt müssen wir das nur irgendwie beschweren. Das erste Teil hier festkriegen. Na, wie beschweren wir das am besten? Mit Klemmerei. So. Nummer 1. Das funktioniert natürlich nicht so. Dann legen wir da den Kleber hin.
denn noch alles Schweres wieder? Der geht auch hin. So. Weil wir brauchen ja nochmal den Kleber. Zumindest für das hintere Stück hier. Da muss er auch noch überall. So. Das kommt jetzt auch hier drauf. Das ist jetzt natürlich scheiße. Komm her. Du gehst jetzt da rein. So. Also. Das hätten wir soweit. Jetzt brauchen wir noch irgendwas Schweres für die Mittelteil. Dann machen wir das so. Nee. Dann machen wir das Brettchen hin so und dann nehmen wir den Farbeimer. Wunderbar. Machen wir den genau in den Übergang hin. Wir können auch ein längeres Brettchen nehmen eigentlich, ne? Muss ich nur noch finden. Wenn man sucht, dann wenn man halt das hier so, dann beschweren wir hier komplett. So. Wunderbar. Jetzt heißt es quasi hier trocknen lassen, ne? Dass die Fahrbahn da oben fest wird. Und dann, wenn wir das soweit haben, dann können wir hier anfangen mit dem Draht verlegen, vergipsen. Übrigens, von unten sieht es jetzt so aus. Also wunderbar. Hinten das Gleis braun, das Holz braun. Also perfekt. Perfekt. Und jetzt heißt es wieder warten und ich melde mich später wieder. Ja, während es draußen trocknet, geht's am Schloss Bran weiter. Ne? Ich habe ja da gesagt, ich muss da noch einiges verbauen. Und ja, da bietet sich natürlich an, wenn da draußen etwas kleben muss. Dass man dann hier drinnen weiterbaut. Muss nur gucken, wie rum wir es machen. So rum. Fadatsch, fadatsch, fadatsch. Und dann gehen wir da rum. Schließlich soll das ja überall umherranken. Und nicht so gerade laufen. Genau. Das ist einigermaßen halt natürlich impulsant ausschaut. Diese Gradlinigkeit unterbrochen, ne? Und natürlich ist das jedem überlassen, ob er da was macht oder nicht, ne? Es ist ja nicht Vorschrift, da jetzt wie heißt's,
zu begrünen, wenn es dem einen halt nicht gefällt. Bitte, wir machen an unserem Schloss Bran das so. Ja, und schließlich muss es ja uns gefallen. Und niemand anderem. So. Mal gucken, wie wir das hier auspacken. Oder entlang schneiden können. Dass man natürlich immer etwas verwogen. Es dran bekommt. So. Dabei darfst gerne auch ein wenig ausfransen. Das ist gar kein Problem. Wenn ihr so Reste habt, einfach nehmen und ein bisschen an die Klebeflächen, wo außen sind, dran machen. Das gibt auch noch ein wenig Auflockerung und durchbricht quasi die Gradlinigkeit. Ja, ich mache jetzt noch hier die ein oder andere Stelle so. Vor allen Dingen halt muss ich mal gucken, wie ich das drehen kann, weil hier ist natürlich ein Spalt. Ja, als der Jürgen bei mir war, hat er auch gemerkt, dass der bei mir auch ist. Der hat er nämlich auch. Das ist irgendwie ein Planungsfehler wahrscheinlich. Also an die Schloss Branbauer, ihr könnt ja mal schauen, ob hier bei euch auch dieser Schlitz ist. Ist das nicht schlimm, wir verdecken den. Wie gesagt, das mache ich jetzt mal. Auch hier werde ich noch ein bisschen teilweise verbauen. Mal schauen. Und dann schauen wir nachher nochmal rein. So, ja. Also da haben wir jetzt ein Stück gemacht. Hier geht es noch rum. Ich gehe jetzt mal hier rum. Ne? Dann haben wir hier natürlich hier oben, ne, ein bisschen so die einzelnen Fehlbauten kaschiert sozusagen, ne? Und ja, hier oben geht's rum. Es muss natürlich ein wenig zuwachsen, weil es ist ja schließlich ein Schloss. Und auch hier habe ich jetzt kaschiert von unten her mal bis dahin, ja. Und ja, so sieht das eigentlich schon gar nicht mal so übel aus, ja. Kommt natürlich noch viel mehr Grün hier unten dann hin, aber ich mache jetzt erstmal dieses oben und dann wird es unten gemacht und Büsche vielleicht so. Aber ja, Stück für Stück. Jetzt muss ich das aber auch wieder trocknen, dass ich da weitermachen kann, weil jetzt verheddert sich es eins nach dem anderen. Also lassen wir es mal abtrocknen und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, es ist jetzt getrocknet. Muss man hier rübersteigen. So, ich habe jetzt hier natürlich mir ein bisschen Fahrdraht geholt. Ne? Und jetzt wollen wir mal gucken, dass ich den da versenkt bekomme. Okay, der muss auf jeden Fall geklebt werden. Das bringt so nichts. Da muss ich mir ein bisschen Kleber zurecht machen. So, und dann wollen wir mal anfangen. Fahrdraht zu verlegen. Genau. So. Los.
Da ist es nicht so ganz gerade, okay. Wie es sollte. Dann machen wir da einfach einen Kleber hin. So. Und dann machen wir da drüben auch einen hin. Wenn das ein bisschen jetzt so verschoben ist hier, gucken wir, dass wir da zumindest wieder hier ins Lot kommen. Ne? So. Ja, das ist schon jetzt ärgerlich in der Kurve hier, muss ich schon sagen. Was ist denn da los? Schon kommen, dass ich da mehr warum geht's denn da nicht rein? Mensch, das ärgert mich jetzt aber. So, da ihr ja eh nicht so viel seht, mach jetzt mal einen Cut, verlegt das und dann sehen wir uns gleich wieder. Oder hören uns gleich wieder. Jetzt habe ich den Draht soweit verlegt hier. Jetzt wollen wir mal testen, ob das auch funktioniert. Und lassen mal ein Autole fahren. Genau. Und dann gucken wir, ob es passt, weil dann kann man es irgendwann vergipsen. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir das so hinbekommen. Sieht gut aus. Ja, natürlich muss man die Dinger zugipsen, ja. Aber rein vom Prinzip her fährt's Autochen. Genau. Also Test bestanden. Da fehlt ein bisschen was an dem Auto. Was ist das hingefallen? Na ja, muss ich mal gucken. Die vordere Blende fehlt da. Egal. Also, ihr habt gesehen, es funktioniert soweit. Fahrzeug fährt. Und jetzt muss ich im Endeffekt hier diese Strecke vergipsen und dann hier diese Flächen natürlich auch vergipsen. Die werden dann glatt zugemacht. Und hier irgendwo, oder hier irgendwo, ja doch, hier irgendwo kommt dann die Parkplatzsensor hin, dass wenn das Fahrzeug kommt, hier stehen bleibt und erst wenn hier quasi jemand übers Gleis fährt, dann fährt das Fahrzeug los, fährt seine Runde, bleibt hier wieder stehen. So ist es angedacht. Ja, ich habe jetzt schon mal hier vergipst, ein paar Stellen. Vor allen Dingen die Löcher habe ich jetzt mal zugemacht, das hier und das da. Ja. Und jetzt gucken wir mal, wenn es trocken ist, dann mache ich natürlich das Klebeband weg hier und mache die Stellen dann auch noch und dann machen wir mal nochmal einen Probebetrieb.
Aber jetzt lassen wir es erstmal trocknen und dann müssen wir schleifen und dann muss ich noch mehr spachteln und ja, das ist halt alles Arbeit, aber ich zeige euch nachher das fertige Ergebnis, das ist einfacher. So, Freitag haben wir, es ist ja schon wieder getrocknet hier soweit, ne? Jetzt können wir gucken, ich habe ja schon mal das Band entfernt, ob es auch wirklich fest ist. Ja, jetzt können wir hier natürlich gucken, dass wir hier jetzt das Restliche da verbauen. Und da auch nochmal drüber gehen. So, und jetzt machen wir hier das Klebeband vorsichtig weg. Und fahren hier drüber. So. Wunderbar. So, machen wir das jetzt Stück für Stück hier. Und schauen, dass es hier ordentlich verbaut ist. Genau, so mache ich das und dann melde ich mich wieder. So sieht es jetzt aus, vergipst. Na, jetzt muss man es trocknen lassen und dann muss ich es ein bisschen abschleifen. Und nochmal gucken, wo ich da nochmal drüber muss. Ja, ich denke, mal schauen, wie lange es braucht. Man soll es ein paar Stunden trocknen lassen. Mal gucken, ob es heute noch hinhaut. Ja. Oder ob es in diesem Video noch funktioniert. Warten wir es mal ab. Lasst euch überraschen. Samstagmorgen und ich habe noch schnell hier abgeschliffen. Jetzt gucken wir mal schnell, dass ich es absauge. Und dann machen wir einen Probetest noch. Und dann ist vorbei mit dem Video hier. So sieht es mal aus. So, abgesaugt habe ich's. So sieht es aus momentan. Muss ein bisschen alte Straße immer sein. Na? So, und jetzt wollen wir mal gucken. Wo ist der Einschalter? Da. Jetzt schauen wir mal, ob er fährt. Jawohl. Nochmal. Sieht gut aus, ne? Also er fährt mal hier so, wie er soll. Natürlich hier jetzt an dieser Stelle ist er abgesackt, da muss man noch ausbessern. Da drüben auch. Ihr habt es gesehen, wo er huppelt, ne? So. Das heißt, da quasi muss ich nochmal ein wenig drüber gehen. Das muss nochmal richtig durchtrocknen, ja. Und eine ebene Fläche hier hinkriegen, dann fährt er auch nachher hier auf den anderen Draht drauf. Und ja, so sieht das jetzt hier oben momentan aus. Und da sind wir am Ende von dieser Folge von Modelleisenbahn Träume TV. Neues aus der Mobba-Wohnung. Ja, ihr habt gesehen, die K-Systemstrecke geht so weit vor. Natürlich kann man da jetzt nicht hetzen, weil es immer wieder der Gips halt kleben muss. Und wenn es dann gegipst ist, muss man schleifen und gucken, wo Unebenheiten sind, wieder nachgipsen. Das dauert halt eine Zeit lang und dann können wir dann die Farbe drauf machen. Aber dazu muss ich erst einmal auf der Brücke entlang gipsen. Großartig zeigen werde ich das nicht. Ich werde jetzt immer wieder Stück für Stück mal zwischendurch mal schnell gipsen. Ich konnte auf der Brücke entlang gipsen, nicht in deiner Apple Music Mediathek finden. Halt die Fresse, Siri. Da werde ich auf jeden Fall entlang gipsen, immer mal wieder Stück für Stück dann und euch dann das fertige Ergebnis zeigen, weil jedes Mal da kurz zeigen. Ich habe es euch jetzt mal kurz sehen lassen. Das ist im Endeffekt das Gleiche. Man gibt es drauf, man lässt trocknen, man schmörgelt es ab und macht einen Testbetrieb und irgendwann dann kommt die Farbe an Farbe drauf und dann ist man fertig. Aber bis die Farbe drauf geht, muss man halt sich sicher sein, dass alles wirklich einwandfrei, fehlerfrei vor allen Dingen funktioniert. Ja? Das ist wichtig. Gut, was gibt es sonst noch zu sagen? Nicht viel, ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr gebt einen Daumen nach oben. Ne? Wer es noch nicht hat, darf gerne den Kanal abonnieren, ne? Um nichts mehr zu verpassen. Und wer mich unterstützen will, der darf gerne Kanalmitglied werden. Ja. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ne?
war jetzt mal andersrum, dass wir bei jemandem zum Besuch waren. Ich werde das hier in diesen Videos in Zukunft so einbinden. Außer es wird einen extrem längeren Besuch geben, dann machen wir dann ein separates Video, ganz einfach. Aber jetzt mal so auf die Schnelle kurz kann man das einspielen. Ja. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn Träume TV, hier aus dem schönen Bad Dürrheim im Schwarzwald. Bis dahin, bleibt gesund, viele Grüße, euer Markus und tschüss.